Ich meine, der Hamborn Rathaus gehört ja hier zu den Orten Mittelpunkt Hamborns. Und wir sehen, wie die Menschen hier Drogen zu sich nehmen. Ich meine, hier ist die Toilette, die legendäre Drogentoilette, wo die Menschen alle deren Drogen nehmen. Im Endeffekt ist hier die Anlaufstelle von härteren Drogen. Ich meine, wir reden jetzt nicht von Gras und so leichten Drogen. Es sind eher die härteren Drogen, die hier im Spiel sind. Und da braucht Hamborn auf jeden Fall hier eine Drogenhilfe. Genau aus diesem Grund ist Mustafa Aslan jetzt hier. Er ist schon seit vielen Jahren in Duisburg unterwegs und hilft Suchtkranken wieder zurück in ein normales Leben. Wegen der Situation am Rathausvorplatz hat der Suchthilfeverbund Duisburg neue Räume direkt vor Ort bezogen. Mustafa Aslan ist froh, endlich am neuen Standort angekommen zu sein. Nach dreijährigen Suche haben wir diese Räumlichkeiten hier gefunden. Dann hat in der Zeit die Politik in Hamborn, die Bezirksvertretung, sehr stark Interesse daran gehabt, eine Kontakt- und Anlaufstelle, so wie in der Innenstadt auf der Gutenbergstraße, auch in Hamborn zu installieren, aufgrund der offenen Drogenszene, sodass wir eigentlich jetzt den Menschen, die auf der Straße sind und Suchterkrankungen haben bzw. Suchtmittel konsumieren, sehr nahe Angebote bieten können. Auch die Mitarbeiter des Suchthilfeverbundes freuen sich über die neuen Räumlichkeiten. So wie Emil Schröder. Die studierte Sozialpädagogin ist schon lange im Beruf. Sie steht während der Beratungsgespräche und Sitzungen im direkten Kontakt mit den Suchtkranken, um ihnen zu helfen. Beispielsweise vermittelt sie Wohn- und Therapieplätze. Das ist gerade während der derzeitigen Corona-Pandemie von Bedeutung. Schließung ja dann auch andere Institutionen hat ja dann unsere Arbeit zugenommen. Die haben ja dann viele Probleme mit zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt, mit dem Jobcenter und so weiter. Da die auch geschlossen haben, haben die dann mehr uns angerufen, weil wir nie geschlossen haben. Besonders der emotionale Aspekt ihrer Arbeit ist Emil Schröder wichtig. Dieser wird allerdings auch durch Corona beeinträchtigt. Abstands- und Maskenregelungen können in diesem Arbeitsfeld störend wirken, denn sie schaffen zusätzlich Distanz. Einfach, wenn ich die Therapievermittlung mache oder wenn ich ja dann mit den Klienten Gespräch führe, das ist ja dann für mich wichtig, dass ich ja dann einfach Gefühle ja dann einfach höre, sehe, ne? Und das sieht man ja dann nicht nur von den Augen, sondern auch, ne, so Mimik, Gestik und wie die ja dann auch sprechen und so, aber durch die Maske natürlich, ich sehe dann nur die Augen und auch eine zusätzliche Blockade, so fühlt man sich ja dann auch, ne, hier so mit der Maske, dass auch diese Distanz ja dann noch größer wird halt, ne. Trotz dieser Probleme ist der Suchthilfeverband mit verschiedenen Angeboten weiterhin für seine Klienten da. Diese reichen von der regulären Suchtberatung bis zu einem Dusch- und Waschraum. So wird auch weiterhin versucht, Suchtkranken eine Perspektive zu geben.